Ausnahmezustand in Frankreich, was heißt das überhaupt? Also welche Maßnahmen und Befugnisse stecken da konkret dahinter? Also da steckt eine ganz schöne Palette hinter diesem Ausnahmezustand. Der geht ursprünglich auf Gesetze aus Zeiten des Algerienkriegs zurück. 1955 war das, als der da geschaffen wurde. Und war das letzte Mal tatsächlich so in der Vollständigkeit. Also nicht nur auf einzelne Departements. Es gab es 2005 bei der Krise der Banlieues, bei den Emirates dort, gab es das schon. Gab es tatsächlich das letzte Mal 1961. Und zu diesem Ausnahmezustandspaket gehört das Verhängen von Ausgangssperren, die mögliche Schließung öffentlicher Plätze, um Schutzzonen zu schaffen, Versammlungsverbote und vor allem, und davon wird auch rege Gebrauch gemacht, dass die Polizei Tag und Nacht Hausdurchsuchungen durchführen kann und das ohne richterlichen Beschluss. Zusätzlich zu diesem Maßnahmenpaket, das es eben seit 1955 gibt, wurde jetzt noch ein Hausarrest gesetzlich dazugepackt. Das heißt, Personen, die da irgendwie für gefährlich erachtet werden, können mit dem Hausarrest belegt werden und auch einem Kontaktverbot. Und ja, bei den Hausdurchsuchungen wurde dann auch noch ein bisschen nachgebessert. Elektronische Daten waren damals, zur Zeit des Algerienkriegs, natürlich noch nicht so im Interesse der Ermittler. Wen trifft es denn? Also sowas wie Hausdurchsuchungen und Hausverbot. Der Ausnahmezustand wurde ja verhängt nach den terroristischen Anschlägen in Paris. Genau, also im Fokus stehen da doch ganz klar islamistische, radikal-islamistische Kreise. Und da geht es dann vermutlich um Leute, die im Umfeld bekannter Salafisten-Moscheen aktiv sind, wo man eben weiß, dass es da vielleicht auch eine ideologische Indoktrinierung gibt oder ein bisschen der Fokus da schon Richtung Syrien geht. Und andere Kreise, wo da jetzt irgendwie ein Schwerpunkt irgendwie zu erkennen ist, habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Aber es ist vor allem eben halt auch die Masse an Hausdurchsuchungen. Und da ist dann natürlich nicht jeder, der da irgendwie verdächtigt wird, automatisch tatsächlich ein Islamist. Das heißt aber, es hat sich nicht sowas fortgesetzt wie ganz am Anfang, denn da war ja gerade der Klimagipfel in Paris wenige Tage nach den Anschlägen und da hat es dann auch Klimaaktivisten und Aktivistinnen getroffen mit zum Beispiel so Maßnahmen wie Hausarrest. Das spielt natürlich immer eine Rolle, aber ich würde sagen, das ist dann natürlich nicht das primäre Interesse des Staates. Also Versammlungsverbot, das da zum Ausnahmezustand gehört. Das wurde beim Klimagipfel recht rigide umgesetzt und da wurde dann eine Menschenkette erlaubt, es wurde der Gegengipfel im Vorort, in der Banlieue in Montreuil wurde erlaubt und sehr militant gegen den Versuch, dann eben unangemeldet zu demonstrieren, vorgegangen. Ich glaube, da gab es über 300 Festnahmen, da wurde massiv Tränengas eingesetzt. Und das hatte dann aber tatsächlich aufgrund der harschen Kritik an diesem Einsatz dann eher auch die Folge, dass das Versammlungsverbot danach ein bisschen liberaler gehandhabt worden ist, weil man gemerkt hat, dass das dann ja irgendwie auch nichts bringt, um dem eigentlichen Ziel dieses Ausnahmezustands irgendwie gerecht zu werden. Und es gibt natürlich immer wieder linke Gruppen, da würde ich jetzt natürlich auch diese Klimaaktivisten dazu rechnen, die versuchen trotzdem, trotz des Ausnahmezustands zu demonstrieren. Also da trifft es dann natürlich auch Antiraktivisten, AntifaschistInnen. Aber ich würde sagen, das sind eher so Nebenerscheinungen. Man kann natürlich da anmerken, dass das doch recht merkwürdig ist, warum dieses Versammlungsverbot überhaupt mit aufgenommen worden ist, weil der Islamische Staat ja doch relativ selten versucht, den Champs-Élysées entlang zu laufen. Wie spürbar ist denn jetzt der Ausnahmezustand in Frankreich im Alltag? Also ich kann ja vielleicht erstmal mit meinen eigenen Eindrücken beginnen. Wenn man aus Bayern, aus Deutschland kommt, dann sind hier erstmal irgendwie nicht besonders viele Polizisten zu sehen. Da ist man da tatsächlich, wenn man durch Nürnberg oder München geht, schon anderes gewöhnt, was die sichtbare Polizeipräsenz angeht. Dafür hat man natürlich vor öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen, überall schwer bewaffnete Polizisten stehen. Und wenn man dann in der U-Bahn sitzt oder nachmittags vor der Uni steht, kann es einem schon passieren, dass da einem 5 bis 10 mit Maschinengewehren bewaffnete Soldaten begegnen. Und wenn ich vielleicht noch mal kurz bei diesem Eindruck bleibe, dass das Erstaunliche ist, was sich bei mir selbst festgestellt hat, man findet es auch mit der Zeit natürlich immer noch nicht gut, aber man gewöhnt sich tatsächlich erstaunlich schnell daran. Also im ersten Moment, wenn du dann vor so einem riesen Maschinengewehr in der Metro stehst, bist du erstmal schockiert, wenn es dann irgendwie 3 Wochen doch relativ regelmäßig passiert und du merkst, dass die Soldaten, die da mit diesen Maschinengewehren rumlaufen, auch sich eher für ihr Smartphone interessieren als für ihre Umgebung, dann tritt da tatsächlich so etwas wie eine Gewöhnung ein.
Das ist aber natürlich eher eine ganz alltägliche Passantenebene und ich würde behaupten, und das ist vielleicht gerade auch der entscheidende Punkt, dass diese Alltagswahrnehmung für manche Leute eine ganz andere ist. Also was ich selber jetzt in einem Zeitungsartikel in der Liberation, in einem linksliberalen Blatt, die mal recht gute Reportagen machen, gelesen habe und tatsächlich auch von Bekannten dann irgendwie gehört habe, dass gerade in sogenannten Problembezirken die Polizei da schon sehr, sehr rigide gegen migrantische, postmigrantische Jugendliche vorgeht, dass man da eben als Jugendlicher zwischen 20 und 30 drei- bis viermal die Woche sehr brutal an die Wand geklatscht wird. Teilweise trifft es auch irgendwie 13-jährige Mädchen mit Kopftuch, die dann da rumlaufen. Und das ist, denke ich, auf jeden Fall diese Alltagsebene, die ich tatsächlich jetzt auch einfach nicht erfahren kann, die ich auf jeden Fall jetzt sehr, sehr problematisch ansehen würde. Wie akzeptiert ist denn jetzt dieser Ausnahmezustand, der ja auch wieder und wieder verlängert wurde jetzt in Frankreich, wo man ja eigentlich doch ganz gern das Motto der Französischen Revolution, nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, hochhält? Also die Zustimmung ist erstaunlich, erstaunlich hoch. Also ich habe zwei verschiedene Umfragen jetzt irgendwie so gerade im Kopf. Eine war direkt nach dem 13. November. Da waren es tatsächlich 84% der Franzosen, die die Einschränkung der Bürgerrechte zugunsten von Sicherheit irgendwie billigend in Kauf genommen haben. Dann habe ich nochmal eine aktuellere Umfrage gefunden, die von der Huffington Post in Auftrag gegeben wurde. Da waren es dann tatsächlich immer noch 77%. Also ich weiß nicht, wie da unterschiedlich gemessen worden ist, aber es lässt sich auf jeden Fall feststellen, dass da einen ganz, ganz breiten gesellschaftlichen Konsens von, ich sag mal, links nach extrem rechts gibt, wo 80-90% diesen Ausnahmezustand ohne Einschränkung begrüßen. Und selbst bei Linksradikalen oder das Linksextremen stand dann in diesem Artikel drin, was in Frankreich doch nochmal was anderes ist, da gibt es eine kommunistische Partei im Parlament, dass da auch die Zustimmung tatsächlich noch über 50% liegt. Womit erklärst du dir diese breite Zustimmung, diese große Zustimmung? Dass tatsächlich, also dieses reine Notstandsgesetzgebung tatsächlich vor allem eher nur von NGOs und Menschenrechtsgruppen kritisiert wird, aber tatsächlich doch diese Angst vor den Anschlägen wahrscheinlich groß ist und deshalb irgendwie geglaubt wird, dass dieser Ausnahmezustand mit diesen ganzen Notstandsgesetzen da diffus irgendwas bringt. Und das ist natürlich irgendwie sehr problematisch, weil gerade Experten da schon auch ganz und gar nicht davon überzeugt sind, dass das eben wirklich was bringt, sondern dass man halt tatsächlich solche Anschläge, wie sie am 13. November verübt worden sind, dass man die damit eigentlich überhaupt nicht verhindern kann oder nicht endgültig verhindern kann, sondern dass es da tatsächlich eher auch um eine gefühlte Sicherheit geht und tatsächlich auch die politisch Verantwortlichen auch tatsächlich da eher agieren, um Handlungsmacht zu suggerieren. Die Zahlen sprechen ja auch nicht unbedingt dafür. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Hausdurchsuchungen gab es und welche Ermittlungserkenntnisse gab es dadurch, oder? Es hat bis Anfang Februar, das sind ja die Zahlen, die ich da jetzt irgendwie gerade nochmal nachgeschlagen habe, gab es 3.300 Hausdurchsuchungen und dem stehen 5 eröffnete Ermittlungsverfahren gegenüber. Bei diesen 3.300 Hausdurchsuchungen ist das natürlich recht wenig. In 200 Fällen davon gab es dann irgendwie Zufallsfunde, dass dann irgendwie Drogen oder irgendwie Waffen gefunden worden sind. Aber tatsächlich wurde bei 2.500 Personen von diesen 3.300 gar nichts gefunden. Und Hausarreste, die eben auch ohne richterliche Anordnung verhängt werden können, da gab es immerhin auch 400. Ob da dann irgendwie was dabei rumgekommen ist oder irgendjemand da keinen Anschlag verübt hat, weil er sein Haus nicht verlassen konnte, das kann ich natürlich nicht sagen. Du hast ja vorhin auch schon die Proteste angesprochen. Proteste sind zwar relativ klein, aber es gibt sie. Von wem werden die denn getragen und was sind so die Hauptkritikpunkte? Tatsächlich gibt es diese Proteste. Ich würde sagen, die Hauptkritikpunkte, das ist vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung, die man hier irgendwie aufmachen sollte, wird tatsächlich von einigen natürlich eben auch dieser Notstandskanon, sage ich jetzt mal, kritisiert. Also die polizeilichen Befugnisse, die da anwachsen, die Versammlungsverbote, die Schutzzonen, die da geschaffen werden. Was dann aber tatsächlich auch fast nochmal so kritisch höher gewichtet wird,
neben diesem Ausnahmezustand, der zum Dauerzustand geworden ist, ist tatsächlich die Ausbürgerung französischer Staatsbürger, die hier als déchéance de nationalité verhandelt wird. Das hat tatsächlich zu relativ großen Kontroversen geführt. Das war vorher ja vor dem 13. November eine ideologische Forderung der extremen Rechten. Jetzt ist sie da zu einer Regierungsprämisse auch geworden. Und da gab es enorme viele Debatten darum. Die französische Justizministerin, die Christiane Taubira, ist da auch Ende Januar wegen dieser geplanten Gesetzesänderung zurückgetreten. Das ist tatsächlich dann nochmal eine Sache, die hier sehr hitziger und vielleicht sogar hitziger debattiert wird als die eigentlichen Ausnahmezustandsgesetze, weil da natürlich etwas bewirkt wird, was völlig paradox ist, dass da vor allem erstmal Doppelstaatsbürger irgendwie davon betroffen sind, die dann wegen einem Verbrechen oder Vergehen, das gegen die fundamentalen Interessen der Nation, so heißt es, geht, dass denen dann die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Und damit wird natürlich erstmal eine Exterritorialisierung des Dschihadismus vorgenommen. Da wird dann getan, als ob das nicht ein Problem wäre, dass irgendwie aus Paris kommt, aus, um deutsche Beispiele zu nennen, aus Dinslaken, aus Berlin, sondern dass das halt ein Problem der anderen ist. Da wurde sehr intensiv auf diesen diskriminierenden Charakter, auf diesen rassistischen Charakter des Ganzen hingewiesen. Und jetzt hat man dann versucht, das bei der anstehenden Verfassungsänderungen irgendwie so zu korrigieren, dass jedem französischen Staatsbürger die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann, man gleichzeitig aber ein internationales Abkommen ratifiziert, das es verbietet, Staatsangehörige zu Staatenlosen zu machen. Und da könnten dann Leute, die nur die französische Staatsbürgerschaft haben, irgendwie dran appellieren. Leute, die noch eine andere Staatsbürgerschaft hätten, würden dann wahrscheinlich abgeschoben werden. Die Christiane Taubira, die zurückgetretene Justizministerin, spricht in ihrem aktuell erschienenen Buch davon, dass dann eben bestimmte Länder einfach zu Frankreichs Müllkippen gemacht werden für die Leute, die man nicht mehr haben will. Das ist jetzt ein Hauptkritikpunkt an diesem Ausnahmezustand. Es gibt noch andere, aber Proteste auf der Straße gab es ja auch. Von wem wurden die dann getragen? Da gibt es zwei große Bündnisse, die heißen Nous ne céderons pas, also wir weichen nicht zurück, und Stop État d'urgence, Stop Ausnahmezustand. Und die haben vor allem am 30. Januar war das, haben sie, ich würde sagen, landesweit 50.000 bis 60.000 Menschen auf die Straße gebracht. Auf der Demo in Paris waren es dann natürlich am meisten so zwischen 10.000 und 20.000 Leuten. Und da beteiligen sich wirklich ganz, ganz unterschiedliche Kräfte. Also da sind dann die Gewerkschaften mit dabei, die linken Parteien, die Nouvelle Partie Antikapitaliste, die Linkspartei, die Partie de Gauche, inzwischen auch die französische Kommunistische Partei. Die hatten Anfang November auch noch für den Ausnahmezustand gestimmt. Aber in diesem Protestbündnis sind dann auch NGOs wie ATTAC, Amnesty International dabei, lokale Antifa-Gruppen. Es gab einen queer-feministischen Blog zumindest in Paris. Also da ist dann wirklich dann schon alles dabei, was irgendwie zwischen linksradikal und links irgendwie ist, eben außerhalb der sozialistischen Partei. Einiges an Protesten gab es ja schon. Es gibt auch immer wieder kleinere Aktionen gegen diesen Ausnahmezustand. Es schaut aber nicht so aus, als würde er bald zu Ende sein, oder? Davon ist nicht auszugehen, überhaupt nicht. Also der wurde jetzt kürzlich vor zwei Wochen, am 16. Februar, hat er auch die Nationalversammlung zugestimmt, wurde der bis zum 26. Mai verlängert. Am 10. Juni, also ein paar Tage darauf, beginnt im Stade de France hier in Paris die Fußball-EM. Dass da dann der Ausnahmezustand ausgerechnet bei so einem Großereignis irgendwie aufgehoben wird, davon ist nicht auszugehen. Und Premierminister Manuel Valls hat auch am Rande vom Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, dass der Ausnahmezustand möglicherweise so lange in Kraft bleibt, bis der Islamische Staat vernichtet ist. Und das könnte durchaus 30 Jahre dauern. Also die Frage ist, ob das dann tatsächlich als Ausnahmezustand bleibt. Man versucht derzeit auch mit Antiterrorpaketen gesetzlich da einiges zu machen. Dann soll eine Verfassungsreform durchgeführt werden, die den Ausnahmezustand eben in die Verfassung integriert. Also irgendwie wird alles, was der Ausnahmezustand ermöglicht, irgendwie gesetzlich manifestiert werden. Und der wird Frankreich, so meine Einschätzung und die von den Journalisten, die ich jetzt rezipiert habe, wahrscheinlich noch sehr, sehr lange erhalten bleiben. Und da werden vermutlich die gesellschaftlich betrachtet doch eher marginalen Proteste nichts dran ändern.